Hey Leute und willkommen mal wieder zu einem neuen Video mit mir, eurem Creeper Die. Wir sind hier auf dem Gomma HD Server. Vielleicht kennt ihr ja einige von euch. Ihr seht, mein Typ da hinten sneakt auch, wenn ich sneake. Das ist ganz witzig. Und wir haben hier zusammen noch einen Ehrengast. Komm bitte mal her. Hier, Daxi. Und hier. Er heißt zwar gerade nicht Daxi, sondern Bunny Girl Elena, weil. Ich habe eine Wette verloren. Ja. Und mein Film ist auch komplett scheiße. Und ihr seht, man kann sich irgendwie boosten. Und das ist ganz witzig. Ja. Aber was wir heute eigentlich machen wollten, wir wollten heute zusammen Bedwars spielen. Ja. Und ja. Würde ich mal sagen, Dax, die kennt sich schon ein bisschen mehr aus mit dem Server. Also zeigt da mal, wie das Ganze hier geht. Ja, also man muss auf den Navigator gehen, dann geht man jetzt auf. Was wollen wir spielen? Skywars oder Bedwars? Bedwars. Ja, okay, aber ich würde, da kommen ziemlich viele Schwitzer rein. Jupp. Bedwars zu zweit. Auch Bedwars. Bedwars. Zweit. Nee. Ich such grad, dass wir zu zweit sind. Ja. Weil das wäre halt nice. Wir können halt dann auch können wir ja machen. Schon mal dieses wirklich machen. Tolle Schwert. Oder machen wir jetzt einfach einen Cut und sehen wir uns dann in der Runde wieder, oder? Ja, würde ich auch sagen. Wir machen gerade einen Cut und dann bis gleich. Okay, Leute, jetzt sind wir hier in der Runde Bedwars. Und hier sind es so eine Indianer-Map, aber wir haben jetzt hier irgendwie so ein bisschen Bronze ist das. Und hier Daxi baut sich schon direkt rüber. War ja klar. Und hier ist direkt ein Shop und wir können uns jetzt zum Beispiel Sandstein kaufen. Das glaube ich. Ich habe jetzt eher so nur ein bisschen, ich kenne mich so besser ein bisschen mit. Eher so halb Pixels Bedwars aus und. Warte mal. Ist der Typ da? Gegner! Wow, was ist das denn für ein. Hä? Digga, scheiß auf. Wir versuchen unser Bestes. Ja, meine PvP-Skills bringen alles, Digga, Kappa. Lol, ich bin tot. Komm, Mutti weg. Okay, hier seht ihr die tollen Skills von Daxi, wie er sich hochbaut und mit einem Knüppel was macht. Und hier ist der dumme Steve, der mich runtergehauen hat. Und ja, Daxi hat ihn mal eben runtergehauen und greift jetzt die anderen an. Aber er hat leider ein Eisenschwert. Und somit hat er auch einen Nachteil. By the way, ich bin der beste Moderator der Welt, also. Jo. Digga, die Sache ist, die bewacht ganz jetzt die scheiß Bett. Ich hab halt keinen Knopf. Ah, Digga, ja. Das war leider Pech. Ja, einfach in die Nuss, in nächste Runde, würde ich sagen. Und dann sehen wir uns und gleich. Und let's go. Drei, okay, zwei. Leute, wir sind jetzt hier direkt in der nächsten Runde. Und hier sind wir auch wieder in der nächsten Runde. Jupp. Und wir werden jetzt erstmal ein bisschen Material sammeln und hoffen, dass nicht direkt irgendjemand kommt und unser Bett zerstört, wie in der letzten Runde. Ja, ich glaube aber schon. Aber jetzt sind wir mehr Abstand, das ist auch cool. Außerdem müssten sie ja unser Bett besser einbauen. Das ist natürlich so. Und nur erstmal ein paar Blöcke, am besten auch gleich ein Schwert und vielleicht so ein Knockback-Stick, habe ich gerade gesehen. Ja, Knockback ist am besten. Und am besten hole ich mir noch kurz eine Picke, als ihr Bett einbauen. Ja, okay. Dann würde ich sagen, ich verteidige ein bisschen, du greifst an. Ja, würde ich auch sagen. Okay, dann habe ich hier die Bronze noch und dann ist noch ein Eisen gespawnt. Ihr seht schon hier die anderen, die ist gerade runtergefallen. Ja, bin ich. Also, warte, ich würde sagen, ich baue das Bett noch ein bisschen ein. Ja, mach mal. Ja, ich sag, Digga, ich bin schon wieder runtergefallen. Nein. Hier bauen wir es. Perfekt mit ein bisschen Endstone auch noch zu und wir haben leider. Also ich habe keine Spitzhacke. Ziemlich dumm. Egal. Egal. Ja, ich habe gerade gedacht, unser Bett wird zerstört. Nee. Weil auf der Pixels, auf der Pixel Bedwars ist es immer so, wenn da kommt immer das Geräusch, wenn das Bett von einem zerstört wird und ich will mir jetzt eine Sophia kaufen. So, wir haben jetzt eine Sophia, die brauchst du dann gleich zum Angriff. Willst du eine Sophia haben? Was ist das? Ja, glaub mir. Was bringt das? Das ist ein Schaf, das zersetzt du bei den anderen und dann rennt es rum und es hat... Also TNT so ein TNT. Ja, so ein TNT-Schaf. Ja, das ist nice.
Dobby macht das. Checkt beide Kanäle ab. Also natürlich, wenn jetzt gerade. Machst du eigentlich ein Video? Ja, ich mache eins. Ja, okay, dann checkt beide Kanäle ab unbedingt. Also falls ihr gerade bei Daxi schaut oder bei mir, checkt beide Kanäle ab. Und ja, dann würde ich auch sagen, machen wir mal weiter. Und brauchen wir Rüstung oder? Wäre am besten, aber ich mache gerade ohne, weil ich versuche jetzt die Blauen zu von hinten zu töten, weil einer ist gerade runtergefallen. Also ich habe mir jetzt ein bisschen Rüstung geholt, weil ich muss da verteidigen. Und Kannst du mir Blöcke nach vorne bringen? Blöcke? Ja, Sandstein. Okay, ich kaufe immer ganz viel Sandstein. Komm da in die Mitte und... Ja, ich bin tot. Verdammt, egal. Ich geb dir egal, komm, wir müssen uns jetzt schnell Loot kaufen, okay? Ja, okay. Ich habe hier erstmal so ein paar Blöcke. 4 und ein Stack. Wie lange das für das erste reichen, aber wir brauchen schnell ein Stick. Weil die kommen jetzt wahrscheinlich uns pushen, weil wir jetzt das einzige lebende Team noch sind. Das heißt, wir haben so gut wie ganz verloren. Egal. Okay, ich sehe noch keine. Es kommen noch keine. Okay, das ist gut. Ja, die wollen sich erstmal passend equippen. Okay, da kämpfen welche, da fighten welche. Also ich würde mal sagen, ich tue noch ein bisschen. Am besten wäre es doch gut, wenn ich hier das Bett noch ein bisschen weiter anbaue. Wir dürfen keine Chance haben. Nee. Lohnt sich eigentlich gar nicht. Warum nicht? Keine Ahnung. Keine Ahnung, warum es nicht. Ah ja, Digga. Sollte sein Bett. Ja, ich bin am Arsch. Da habe ich ja gar keine Idee, warum es sich lohnt. Ja, Digga, erste One-Shot, Digga. Das Bett zu beschützen. Kein Bock mehr. Ja, die kommen jetzt wahrscheinlich uns. Ja, sie kommen. Die kommen. Ich habe keine Blöcke. Ich knockback, stick ihn runter. Okay, scheiße, ja, boah. Okay. Ich habe den erstmal verjagt. Hat sich nicht getraut. Na doch, er kommt ja gleich. Nein. Also er rennt noch. Weil, komm her, komm her. Geh weg, hinter mir. Wir brauchen hier noch. Ich brauche keine Blöcke gerade, ich brauche Blöcke. Ah, Digga, denkst du wohl, Digga. Junge, diese. Ah, Digga, komm schnell, er kommt. Er kommt. Okay, er baut sich wirklich. Er denkt, er kann irgendwas erreichen damit, aber ich hab ein Schwert, er ist über uns, er ist auf dem Dach. Ja, wir müssen jetzt besonders aufpassen, wenn er auf dem Dach ist. Ich guck von hinten. Ja, komm. Er kommt schon, er kommt, er baut das Bett ab. Wo ist er? Hinter. So knapp, ich hab ihn gekillt und er hat das Bett noch abgebaut. Wirklich? So Dreck, ja. Ja, scheiße. Wir können jetzt eigentlich kaum noch was reißen, also jetzt können wir so gut gar nicht mehr reißen. Ja. Warte mal. Kriegt man hier eigentlich Hunger? Nein. Oh, gut. Oh, ich brauch Blöcke. Ich hol mir kurz welche. Okay, da kommen welche. Okay. Ich warte hier in der Base. Lass Base verteidigen. Scheiße, ja. Die Blauen haben halt noch. Sind die einzigen. Ich bin gleich tot, aber ich habe ein bisschen Damage gemacht. Er ist auf dem Dach. Ich bin tot. Hab ihn. Okay. Jetzt gucken wir erstmal da. Kann man irgendwie einen Goldapfel kaufen oder so? Das ist unser falsches Team. Ich weiß es nicht. Guck mal. Wir waren gelb, gell? Hier waren wir. Okay. Hier könnt ihr nochmal Lachs beobachten. Ich hab ein Telefon. Warte, ich guck, ob da welche kommen. Okay, gerade ist alles clean und auf der Hauptinsel ist gerade gar niemand. Einer hat es auf die Hauptinsel gebridged und kommt von oben. Ich wünschte, ich könnte ihn runterhitten, das wäre so witzig. Okay, hit ihn runter. Okay, er baut sich hoch. Pass auf, er baut hoch. Oh, schade. Hä, wieso bin ich jetzt gestorben? Ich hab doch den Teleporter benutzt. Ich hab ja den Teleporter benutzt. Egal. Ja, man hat es in der Aufnahme gesehen. Nochmal hier kurz in langsamer Geschwindigkeit. Doch, ja, genau das war's. Mm.
Was gibt's noch Cooles, was wir spielen könnten, ohne, außer Bed Wars? Weiß nicht, Das würde aber dann ein bisschen längeres Video werden und dann, das wird dann das nächste Video, glaube ich. Wo ja, wir dann auch zwei Beat Wars hier zocken würden. Oder? Ja, schon. Also, wenn euch es gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like und Abo da. Ja, ihr wisst ja, bei 50 Abos gibt es bei meinem Gewinnspiel. Ja, ich überlege auch auf jeden Fall auch Daxi und ja, das war's dann und ciao.